Eine Endometriose ist versprengte Gebärmutterschleimhaut im Bauchraum. Dies führt zu ausgeprägten Schmerzen, die sehr stark sein können, die aber auch weniger stark sein können, wie auch zu ungewollter Kinderlosigkeit unter Umständen. Für eine klare Diagnose dieser Erkrankung ist es notwendig, eine Bauchspiegelung durchzuführen, welche minimalinvasiv durchführbar ist mittels Endoskopie. Bei diesem Eingriff kann die Endometriose zum Großteil auch entfernt werden. Unter Umständen ist dann eine hormonelle Nachtherapie notwendig.